Ja, die Produktion von Wiking-Modellen oder eigentlich die Produkte starten ja mit der Produktidee und mit der Entwicklung der Produkte. Das machen wir hier an unserem Standort in Lüdenscheid, an der Zentrale. Und dann werden sie in unterschiedlichen Orten produziert. Also wir produzieren unter anderem auch hier in Lüdenscheid in Kombination mit unserem Standort in Polen. Wir haben eine Produktion, eine Fertigung in China, die wir selber führen und leiten. Und so werden die Modelle weltweit hergestellt und werden dann in unserem Logistikzentrum in Lüdenscheid zusammengeführt. Wiking lebt von der Modellvielfalt. Im Moment haben wir so circa 450 Modelle aktuell im Katalog. Eine Formenneuheit bei Wiking entsteht aus zweierlei Gründen. Zum einen ist das eine Anfrage von den Automobilherstellern. Volkswagen oder Mercedes bringen ein neues Modell auf den Markt. Dann schreiben die das aus. Sie hätten das gerne in einem bestimmten Modellmaßstab. Das andere ist, dass wir einfach unser Sortiment rund machen möchten. Selbstverständlich erhalten wir ganz, ganz viele Vorschläge von Sammlern, die auch ihre eigene Vorstellung haben, wie unser Sortiment aussehen müsste. Das lässt sich natürlich immer nicht alles verwirklichen, was die Sammler sich gerne wünschen, aber das fließt schon mit in die Entscheidung ein. Und wenn etwas sehr, sehr häufig genannt wird, setzen wir das auch um. Wir von Wiking präsentieren die Formneuheiten immer anlässlich der Nürnberger Spielwarenmesse. Wir informieren unsere Kunden, die Fachhandelspartner, alle zwei Monate über unsere Neuheiten mithilfe eines sogenannten Neuheitenblattes. Wir liefern unsere Serienmodelle grundsätzlich nur an den Fachhandel. Wir beliefern die Endverbraucher nicht direkt. Wir haben ein Netz von Fachhändlern über ganz Deutschland und die Sammler können auch gerne bei uns hier die Produkte in der Modellwelt bekommen. Neben den in der Konstruktion neu entwickelten Modellen und den dafür neu gebauten Werkzeugen entstehen bei Wiking immer wieder alte, historische Modelle in neuen Farbvariationen. Dafür hütet das Unternehmen einen wertvollen Schatz. Im Werk Lüdenscheid lagern die alten Werkzeuge, mit denen diese Modelle gespritzt werden. Nachdem Modell, Farbstellung und Auflage eines neuen Wiking-Modells feststehen, wird es mit Hilfe von Kunststoff-Spritzgießmaschinen gefertigt. Bei sehr kleinen Modellauflagen wird das Grundmaterial und die Farbzugabe per Hand abgewogen und gemischt und anschließend der Maschine zugeführt. Bei großen Auflagen erledigt das eine automatisierte Zuführung nach zuvor errechneten Anteilen. Neben dem alten Wiking-Schatz, den jahrzehntealten Werkzeugen, gibt es natürlich noch ein Lager mit aktuellen Werkzeugen. Hier lagert der andere Großteil an Formen. Die Bedruckung beginnt wieder in Lüdenscheid mit dem Entwickeln des eigentlichen Layouts, das heißt das, was hinterher auf das Fahrzeug kommt. Es wird digital nach Polen übermittelt, dort verarbeitet im Tampondruckverfahren und die fertig bedruckten Teile werden dann in der Montage gesammelt. Von Hand filigran montiert, ähnlich eines Uhrmacherhandwerks und im Einzelfall punktuell und zielgenau auch noch einmal nachgefärbt mit einem Pinsel an genau den Stellen, wo wir anders nicht dekorieren können. Qualität spielt bei Wiking eine wichtige Rolle. Schließlich legen die Sammler großen Wert auf die exakte Nachbildung jedes einzelnen Details ihrer Modelle. Sobald die Einzelteile im Werk in Polen eintreffen, erfolgt auch hier eine gründliche Kontrolle aller Details, die in der Artikelbeschreibung definiert sind. Erst danach geht es in die einzelnen Produktionsphasen. Nicht nur bei der Herstellung und der Kontrolle seiner Modelle legt Wiking höchsten Wert auf Professionalität. Auch Lager, Versand und Logistik sind auf dem allerneuesten Stand der Technik. Also das Hochregallager von Sieg und Wiking umfasst ca. 10.000 Palettenplätze und ist zurzeit von ca. 15% von Wiking ausgelastet. Die Bestellmenge ist bei Wiking absolut beliebig. Die Händler können 5, 10 oder mehrere hundert Modelle bestellen. Ganz nach individuellem Bedarf. Und das ist eine Besonderheit. Über das Warenwirtschaftssystem werden alle Aufträge, unabhängig von der Größe, technisch vorbereitet und per Hand zusammengestellt, kontrolliert und einzeln verpackt. Welche Fülle an Modellen und Varianten Wiking schon verwirklicht hat, lässt sich ermessen, wenn man einen Blick in die SIKU-Wiking-Modellwelt in Lüdenscheid wirft.
Die SICO Viking Modellwerk gibt es seit Juni 2012 und das war erst möglich, nachdem Viking von Berlin nach Lüdenscheid gezogen war und wir beide Archive hier vor Ort in Lüdenscheid hatten. Natürlich haben die technischen Dinge, die wir hier machten, die wir hier aus Lüdenscheid mit nach Berlin brachten seinerzeit, haben dazu geführt, dass wir detailgetreuer und filigrane Modelle gestalten konnten. Aber der Stil von Viking und das eigentliche Modell, das man auch jedes von uns in unserer Regie produzierten Modelle als Viking-Modelle erkennen konnte, das haben wir beibehalten. Die Exponate in den Vitrinen der SICO Viking Modellwelt, in den Büchern und im Internet zu bestaunen, ist das eine. Das neueste Viking-Modell in den Händen zu halten und sein eigen zu nennen, aber ist früher wie heute das schönste Gefühl jedes treuen Viking-Sammlers.